Mein Name ist Gabriele Fliegel. Ich bin von Beruf aus Ökotrophologin und habe dann nochmal Anglistik und Kunst studiert und leite die Vereinigung Wirtschaftshof seit 2003, also seit 13 Jahren circa. Wir sind ein Verein, der 1949 gegründet wurde und das Motto hatte: Spandauer kauft in Spandau. Inzwischen decken wir eigentlich alle Gebiete ab, die es gibt. Wir haben gerade das Netzwerk Gesundheitswirtschaft gegründet. Wir versuchen, hier eine Hochschule nach Spandau zu bekommen. Wir sind also auf den ganzen Gebieten wirklich dabei, um die Wirtschaft hier in Spandau hochzuhalten. Es ist immer noch der größte Industriebezirk von Berlin. Danke. Die Spandau-Arkaden, die wurden jetzt ja, ich weiß nicht ganz genau, wann die gebaut wurden. Gab es da denn in der Planung Absprache mit den Einzelhändlern? Oder was haben die dazu gesagt? Also zunächst war das natürlich in der Planung auch für die Einzelhändler in der Altstadt ein Schock, weil sie sich auch nicht gut daran gewöhnen konnten, dass ein Center entsteht. Viele der Einzelhändler sind dann auch in die Arkaden gezogen. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, die Arkaden sind wirklich ein Glücksfall für Spandau. Die Arkaden, das wissen Sie selbst, haben ein großes Werbevolumen. Sie werben mit diesem Volumen für ganz Spandau. Wir sind ewig im Rundfunk, in der Presse. Sie unterstützen uns auch werbemäßig mit dem Spandauer Weihnachtsmarkt. Und die Altstadt muss sich einfach neu aufstellen. Wir haben die kleinen Läden verloren, das stimmt. Und der Verlust der kleinen Geschäfte hier hat auch was mit einem Generationswechsel zu tun. Und insofern hat sich auch die Spandauer Altstadt und die Besitzer der Spandauer Altstadt an die Arkaden gewöhnt. Viel schlimmer ist das Center in Dalgo-Döberitz, weil da nämlich ein großer Parkplatz ist und die, die dort rausfahren, die nehmen wirklich viel Kaufkraft hier der Altstadt und den Arkaden weg. Okay. Das heißt, hatten die dann irgendein Mitspracherecht oder irgendeinen Einfluss auf diese Entscheidung oder wie lief das ab? Das ist eine politische Entscheidung. Wir leben in einer freien Marktwirtschaft. Selbstverständlich hatten die Einzelhändler hier in der Altstadt keine Entscheidungsbefugnis. Die haben haben Läden dort angeboten bekommen, wie zum Beispiel Eger oder eben auch Lindner oder andere Einzelmodegeschäfte. Einige sind noch da, wie Lindner, aber zum Beispiel der Schuhladen Eger ist schon wieder draußen, weil so ein Center hat ganz klare Regeln. Ja, sie müssen Abgaben für Werbung haben, sie haben ein Konzept, sie müssen sich dem fügen, sie haben, das wissen Sie ja auch selbst, klare Öffnungszeiten. Und das kann in einer Altstadt, die ja nicht generalisiert organisiert ist, jeder alleine entscheiden. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Okay. Sie hatten in Ihrer Einleitung ja schon ein paar Projekte angesprochen. Könnten Sie die vielleicht ganz kurz nochmal wiederholen und was zu denen sagen? Ja, ich hatte schon erwähnt, Kreativwirtschaft. Wir haben das mit Herrn Bewig zusammen organisiert, schon mal vor 2 Jahren begonnen. Das heißt, dass alle Krankenhäuser, alle Ärzte, alle Pflegestationen, alle Mediziner in diesem Netzwerk sich einbringen können und dann auch vernetzt agieren. Wir haben 4 Gruppen: Öffentlichkeitsarbeit, Prävention, Fachkräfte und noch andere, die sich auch eben mit Medizin und der Entwicklung hier in Spandau beschäftigen.
Warum haben wir das gemacht? Wir finden, dass sowohl Komfortkliniken bei Vivantes oder auch im Waldkrankenhaus von ausländischen Besuchern sehr gut besucht werden. Das ist eine Imageaufbesserung für den Bezirk. Die kommen dann aus den Emiraten oder aus Katar oder aus anderen Ländern, aus Russland. Und wir möchten auch, dass der Bürger vor Ort medizinisch hervorragend versorgt ist. Das ist der Grund für dieses Netzwerk. Dann haben wir Kreativwirtschaft auf den Weg gebracht. Wir haben einen Jungunternehmer-Stammtisch aufgestellt, damit auch solche Menschen wie Sie jetzt hier, die vielleicht Start-ups gründen wollen oder andere Ideen haben, da sich auch bei uns im Verein gut aufgehoben fühlen. Wir kümmern uns sehr intensiv um Flüchtlinge und da ganz besonders um Frauen. Wir haben einen Ladies Business Lunch aufgestellt, wo wir innerhalb kürzester Zeit auch Praktika für Geflüchtete generieren. Und unser neuestes Projekt unter auch noch vielen anderen ist, dass wir in Spandau eine Hochschule gründen wollen für Integration. Das heißt, einfach das, was Frau Merkel sagt, wir schaffen das, sagen, wir machen das. Eine Hochschule, die dann zwei Abschlüsse hat, Bachelor und Master for Economics and Social Works. Und wir wollen im Januar beginnen und das Land hat schon die Anschubfinanzierung bewilligt. Wir wollen am Ende 2020 vielleicht 300 Studenten hier unterbringen und zwar Moderatoren und Geflüchtete, die dann im Entrepreneurship sich finden sollen. Okay. Wenn Sie, um nochmal auf dieses Projekt mit den Startups zurückzukommen, was machen Sie dann konkret für die oder was bieten Sie denen? Wir haben natürlich viele Unternehmer und Unternehmerinnen in unserem Verein, circa 320. Sie kennen sicherlich auch die IHK, die hier sehr unterstützt. Sie wissen, dass in Berlin am meisten gegründet wird. Entschuldigung, was ist die IHK? Die IHK ist die Handelskammer hier vor Ort, wo alle drin sein müssen. Und das IHK-Gebäude, das Ludwig-Erhard-Gebäude, ist da drüben, das blaue Gebäude. Da müssen alle, die ein Geschäft haben, vertreten sein. Und insofern haben wir da gute Kontakte zu denen. Dort werden Startups sehr unterstützt. Man hat auch jetzt schon einen Kursus für Geflüchtete. Am 11. Januar werden Geflüchtete geschult, wie man sich gründen kann. Und wir haben die Idee, das sehr zu unterstützen, weil wir sagen, Geflüchtete haben sehr viele Fähigkeiten, kommen hier aber häufig ohne Zeugnisse an und können sich nicht ausweisen. Und wir müssen das, was sie können, einfach hier unterstützen. Und ich glaube, dass das ein gutes Medium ist, sich zusammenzufinden in Gruppen und zu sagen, wir haben die Idee und wir machen darunter ein kleines Unternehmen. Und international heißt Unternehmertum, Entrepreneurship. Das ist im Moment mit vielen Summits, also auch an der FU und in anderen Universitäten, also sehr aktuell. Auch ich war zum Beispiel gerade beim anderen Kongress, Future Medicine, auch unter den Medizinern. Alles, ich finde das toll, dass sie das alles hier mit Handys machen. Wenn ich zusammenfassen soll, was auf einem Future Medicine Kongress gerade in den Bollehöfen stattgefunden hat. 90 Vorträge an einem Tag, jeder nur 3 Minuten. Und das Fazit dieses, dass wir sagen, jeder kann seine Daten ihrer Vita, ihrer Medizin auf ihrem Smartphone unterbringen und dann haben sie bei jedem Arzt alle ihre Daten vorhanden und können ihm sagen, ich habe das, ich habe das, ich habe das und jeder Arzt, jeder Mediziner ist sofort informiert, was er ihnen raten oder wie er ihnen helfen kann. Das ist das Ziel der Medizin, international. Gibt es vielleicht schon irgendwelche namhafte Startups oder irgendwas, was man vielleicht kennt, was hier auch entstanden ist oder verbessert wurde? Wir haben die Jungunternehmer zusammengebracht in einer Kreativmolkerei. Dort sind
Jugendliche, die alle verschiedene Studiengänge haben. Da sind drunter Musiker, da sind drunter Tischler. Und die Kreativmolkerei hat sich hier gegründet in einem Brunsbüttler Damm in einer alten Molkerei. Mia Liefer, kennen Sie die? Nee, aber ich war mir erst verwundert wegen Molkerei. Das hat ja nichts mit. Ja, weil ich die so beraten habe, dass sie sagen, erhaltet diesen Begriff Molkerei. Und wenn ihr alles Kreative seid, dann nennt es einfach Kreativmolkerei. Also das ist so die Unterstützung von uns hier als Wirtschaftshof. Und ich war jetzt gerade zur Auftaktveranstaltung insofern. Und das berühmteste Startup ist einfach von Günter Faltin. Professor Günter Faltin gehört auch zur IHK. Der hat die Tee-Kampagne entwickelt. Und wenn Sie das mal googeln, dann können Sie sich sehr gut über das Kerngeschäft eines Startups informieren. Ich war gestern zum Beispiel auch bei BMW in der Ladies Night. Und wurde auch nochmal betont, dass gerade ausländische Frauen sehr mutig sind, sich gründen. Und diese Hochschule für, ist das speziell für Flüchtlinge oder ist es für? Ich möchte das absolut nicht so negativ besetzen, sondern wir sagen eine Hochschule für Integration. Wir sagen University for Life. Wir sagen das in Anlehnung wie School for Life. Professor Zimmer, der die Idee hatte und in Peking in der Akademie, in der Benz-Akademie unterrichtet und zwar Manager schult, hat die School for Life in Thailand gegründet. Und wir sagen jetzt University for Life oder Academy for Life. Außerdem haben wir GITS, die Gesellschaft für interkulturelle Zusammenarbeit. Und die sind hier schon vor Ort und die werden auch Träger dieses Unternehmens und dieser Hochschule sein. Und es freut mich natürlich besonders, dass es uns gelungen ist, hier auch das Bezirksamt dazu zu begeistern, hier eben auch unterstützend zu wirken. Wir wollen das Kant-Gymnasium hier in der Altstadt dafür generieren. Und ich hoffe, dass das auch wirklich gelingt. Ich suche jetzt noch einen Millionär, vielleicht können Sie mir einen beschaffen. Also es gibt so viele reiche Leute in Deutschland und ich hoffe, dass ich jemanden damit so berühre. Es ist ein Pilotprojekt für die ganze Bundesrepublik Deutschland. Sowas gibt es überhaupt nicht. Und ich bin der Meinung, wir können das nicht ehrenamtlich machen. Und meine Freundin Frau Dr. Marsch und ich, wir sind hier so starke Frauen, dass wir sagen, das wird uns gelingen. Und ich hoffe eben auch auf finanzielle Unterstützung von Leuten, die wir damit berühren. Gut, dass Sie das jetzt ansprechen. Aber wenn Sie sagen, Sie starten schon nächstes Jahr, dann, also Sie haben schon ein gewisses Kapital jetzt, um das starten zu können. Wir haben Ad 1 das Konzept, wir haben die finanzielle Planung und wir haben 70.000 Euro, das der Senat dazu gibt. Es gibt einen Masterplan für Integration und aus dem Topf soll es genommen werden. Ja, und wir fangen mit 60 Studenten nächsten Winter an. Und was das Land noch dazu gibt, ist das Gebäude, hoffe ich. Und wir wollen auch mit dieser Universität Geld verdienen. Wir wollen auch dort überlegen mit dem Café oder mit anderen Dingen, wie man eben auch schon als Student Geld verdienen könnte und so eine Uni unterstützt, auch finanziell. Fragen Sie ruhig. Ist das ihr so Ihr Katalog oder was ist? Wir haben eine Zeitung für den Wirtschaftshof und unser Land- und Bauernmarkt ist hier im Zentrum der Altstadt und wir verkaufen da frisches Gemüse aus dem Umland und schönes Brot und türkische Spezialitäten und verdienen auch mit unserem Verein dadurch Geld. Und wir haben versucht und sind dabei, ihn plastikfrei zu bekommen und sind dafür von der Deutschen Umwelthilfe auch ausgezeichnet worden. Weniger Plastik in der Altstadt auf diesem Land- und Bauernmarkt. Und das ist hier
eine Figur, die nochmal auf lustige Art und Weise darauf aufmerksam macht. Das Plastikmonster, und das haben wir dazu eingeladen. Die Altstadt braucht ein Management. Ja, Herr Dettmann von Partner für Spandau und wir als Wirtschaftshof können die Altstadt, das ist die größte Fußgängerzone Berlins, nicht alleine managen. Und deshalb haben wir, noch der alte Bürgermeister und ich, ein Projekt beantragt, ein PEP-Projekt, Partnerschaft und ein EU-Projekt. Und haben gesagt, wir brauchen einen Manager. Das dauert so lange, jetzt haben wir ihn. Und zwar haben wir jetzt das Altstadtmanagement mit Herrn Wunderlich, wo Sie, glaube ich, nachher auch nochmal hingehen. Und als Basis dafür haben wir vor 2 Jahren mittendrin beantragt. Dies ist eine Dokumentation von mittendrin. Wir haben hier das Projekt auch gewonnen. Und zwar heißt das mittendrin die Zentreninitiative, sowohl vom Senat als auch von der IHK, die wir ja vorhin schon mal erwähnt hatten. Und da haben wir 3 Tage organisiert und Künstler und Unternehmer und alle möglichen Leute zusammengebracht, die Politik, und 1 Jahr lang geplant. Und dann, ich kann Ihnen dieses Buch nochmal ausleihen, dann können Sie sehen, dass wir da wirklich sehr bunte Programme zusammengestellt haben. Und das war die Basis, dass der Senat gesagt hat, ja Mensch, Spandau kann das. Die haben auch verdient, noch weitere Gelder zu bekommen. Und das sind die Gelder für den städtebaulichen Denkmalschutz. Und die werden wir jetzt mit 50 Millionen auch die nächsten Jahre, die nächsten 10 Jahre hier in Spandau investieren. Also die 50 Millionen sind nicht nur für die Restauration von der Altstadt, sondern auch für andere Projekte. Schon in erster Linie für öffentliche Gebäude zur Restauration, aber auch für den Zugang zum Beispiel zum Lindenufer oder zur Neugestaltung von gewissen Plätzen, wie zum Beispiel dem Marktplatz, der nicht wirklich barrierefrei ist. Was meine Hauptforderung hier ist und auch sicherlich in anderen Städten gut ankommt, wir dürfen nicht öffentliche Gelder investieren und parallel die Unternehmen, die Kleinstunternehmen, pleite gehen lassen. Zum Beispiel, wenn wir den Marktplatz jetzt umbauen und die Umbauten so lange dauern wie der Berliner Flughafen, dann ist nachher die Altstadt tot und es ist einfach nur schön und nett, aber die Wirtschaft hat gar nichts davon. Und deshalb setzen wir uns hier an dieser Stelle sehr ein, dass kreativ gebaut wird, dass kreativ saniert wird. Das muss wirklich so sein, dass der Land- und Bauernmarkt weiter stattfinden darf, damit wir Geld trotzdem verdienen. Und dass der Weihnachtsmarkt nie ausfällt. Wenn der Weihnachtsmarkt von unserer GmbH, von Partner für Spandau einmal ausfällt, wird er nie mehr stattfinden. Wie soll ich das jetzt verstehen? Wenn Sie 50 Millionen öffentliche Gelder haben und sagen, die investieren wir hier mal, dann klingt das erstmal gut und die Politik sagt jetzt mal, toll, wir wollen uns damit profilieren und wir wollen das hier jetzt alles schön machen. Aber ich warne davor, es muss gut, was Sie mich vorhin, vorhin gefragt haben, es muss gut geplant sein, dieses Geld. Wenn jetzt hier der Marktplatz, das ganze Pflaster aufgerissen wird, wer kommt denn noch in die Altstadt, frage ich Sie. Wenn hier laut gehämmert wird, wer kommt noch in die Altstadt? Und dann können die wie Brose, wie Eger, wie Fester, wie andere Geschäfte einfach nichts mehr verkaufen. Und dann haben wir zwar einen schönen Marktplatz, aber die Geschäfte drumherum haben kein Geld verdient. Und das muss sehr, sehr intelligent geplant sein. Ja. Habe ich mich verständlich ausgedrückt? Ich glaube schon. Also meinten Sie so, dass man so einen Spagat zwischen Verschönerung und Verbesserung und aber das Wohl der, ja, der Einzelhändler und Geschäfte, so ungefähr. Sie haben es wunderbar auf den Punkt gebracht, genau das meine ich. Ja. Also
Und ich würde mir so wünschen, dass junge Leute vielleicht auch planen, wie man aus einer Baustelle ein Happening machen könnte, ja, dass wir einfach sagen, wir schaffen Gondeln und kaufen daraus das Gemüse oder so. Also das würde mich freuen, wenn man sagt, ein ganz neues Bauwesen oder Umbauwesen mit Kommerz verbinden würde. Okay, dann danke ich Ihnen für das Interview und ja.